Lange schon war diese Idee im Gespräch und nun geht sie in die Testphase. Der United Parcel Service machte erste Versuche, seinen Paketdienst im US-Bundesstaat Florida mit Einsatz von Drohnen zu unterstützen. Zumindest im Video und ersten Berichten zufolge sieht das Ergebnis vielversprechend aus. Im Versuch arbeitet die Drohne parallel zum Mitarbeiter und übernimmt etwas abgelegenere Ortschaften. Nach getaner Arbeit treffen sich Paketzusteller Drohne und Paketzusteller Mensch dann wieder. Das spart Zeit, Abgase und Geld. UPS geht von 50 Millionen US-Dollar im Jahr aus. Geld und Zeit könnten dann in fairere Löhne und weniger Stress für Paketzusteller Mensch umgemünzt werden. Für diese Idee gibt es aber noch keine Testphase.